das haben sie sich dabei gedacht, durch ihre verlogenen Predigungen, dass sie die Herrschaft an sich reißen über ihre selbst auseinander Länder. Der bekannte ISIS-Führer in Sudan, Al-Jazuri, predigt währenddessen seine eigene Todesfatwa und sagt dabei, es gibt keinen Unterschied im Krieg zwischen der regulären Armee und den harmlosen Zivilisten. Das passierte unmittelbar danach. So hat der Mordaufruf der sogenannten Todesfatwa angefangen. Ich gehe davon aus, dass zurzeit jeder Mensch auf dieser Welt weiß, dass ein Land wie der Sudan immer die Tür offen hat für den Terrorismus in jeglicher Art und Weise, wie zum Beispiel Al-Qaida und ISIS. Bei einem Anschlag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt sind 9 Menschen getötet worden. Ein Lastwagen raste am Montagabend in die Menschenmenge auf dem Breitscheidplatz vor der Gedächtniskirche. Dabei wurden nach Polizeiangaben bis zu 50 Personen verletzt. Solche verlogenen, hasserfüllten Fatwa-Prediger werden leider unterstützt von vielen verschiedenen Ländern und das führt dazu, dass Menschen, die keine Ahnung vom Islamglauben haben, sich einen Eindruck bilden, der fatal falsch ist. Und die richtig wahren Muslime haben es zurzeit schwer, die Menschheit aufzuklären, was die korrekte islamische Fatwa ist. Wir lernen vom Koran, der Koran befiehlt uns, wenn die Muslime in einem Land sind, ein Land beherrschen, dann sollen sie keine töten. Keinen Menschen töten. Wenn sie den Islam annehmen, dann ist es schön. Wenn sie aber ihre Religion, Christentum oder Judentum behalten, dann ist es auch gut. Der Muslim darf ja andere nicht töten. Das ist nach der Scharia verboten. Und wir haben einen Vers, der lautet, oder ein Hadith, wer einem Nicht-Muslim Schaden zufügt, nur Schaden, nicht tötet, der wird bestraft. Und wie ich erzählt habe, dürfen auch die Muslime Nicht-Muslime heiraten und sie leben zusammen. Wie kann das dann zusammenpassen, dass der Muslim andere tötet?